Ja, und damit herzlichst willkommen zu Let's Play Star Drive. Ja, die zweite Runde kann beginnen, nachdem die erste jetzt doch ziemlich abrupt dann beendet wurde von mir. Weil es doch etwas zu einfach war, würde ich sagen, wir beginnen ein neues Spiel. Und zwar nehmen wir die Vulva. Deren Schiffe gefallen mir eigentlich sehr gut. Deswegen schauen wir mal nach, was haben die denn? Rassen mit besonders effizient. Achso, nee, halt. Die haben fruchtbar. Ach, da drüben steht es ja auch. Fruchtbar. Abstoßend. Abstoßend hört sich nicht gut an. Widerwärtige Gerüche und ein abscheuliches Aussehen verschaffen abstoßenden Rassen bei der Aufnahme von Beziehungen zu anderen Rassen ein Malus von 20%. Nicht gut, aber okay. Also ich lasse die mal so. Ich werde da noch nichts Eigenständiges machen. Kurze Schwangerschaft, Mehrlingsgeburten erhöhen die Vermehrungsrate einer Rasse um erheblich das Mindestbevölkerungswachstum. Achso, halt, da war ein Punkt. Das Mindestbevölkerungswachstum beträgt 0,01 pro Runde. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Dumm gefällt mir natürlich nicht ganz so gut, weil dumm ist ja dumm, ne? Aber sie sind fleißig. Na, wie passt das zusammen? Fleißige, dumme Wesen. Fleißige Rassen erhalten aufgrund ihres unermüdlichen, effizienten Charakters bei der Produktion einen Bonus von 35%. Aha, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ach, Vater war ihr Heimatplanet. Ah ja, okay. Deswegen waren die nicht so erpicht das letzte Mal. Mit planlosen Schiffen haben insgesamt minderwertigere Ausrüstung, was ihnen ein Malus von 20% bei den Trefferpunkten ihrer Module beschert. Oh je. Oh je. Will ich die wirklich so lassen? Oh, 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 oh. Das könnte natürlich interessant enden. Lange Raumfahrttradition sparen 35% bei den Baukosten. Oh, das ist gut. Ihre Raumschiffe haben gut entwickelte Wirtschaft. Wie passt denn jetzt aber bitte schön technisch planlos und das zusammen? Okay. Wir bauen zwar besser die Schiffe, aber wir haben einen Malus auf alles. Das ist ja toll. Okay. Wir haben Militaristen noch da drin und Rudelmentalität. Yay. Das bedeutet, wir müssen immer ziemlich viele Schiffe auf einem Fleck haben. Das sollten wir hinbekommen. Oh, bis zu 50% stärkeren Schadensbonus. Yay, cool. Ja, ich würde sagen, das passt so alles. Reichsname. Machen wir mal was ganz anderes dieses Mal. Wahrscheinlich hatte ich das letzte Mal auch schon. Toren. So, die Kabulatoren. Den Rest würde ich fast sagen, lassen wir doch einfach mal so. Galaxiegröße. Machen wir mal large. Lassen wir mal auf normal. Gegner lassen wir mal so. Sandkasten, was anderes ging's nicht. Und ja, dann gehen wir da mal auf hart. Weil ich denke mal, das wird mit dieser Rasse doch schon relativ interessanter werden. Die Menschen waren doch da einigermaßen einfach. Ich glaube, die hatten wir ja auch fast alle. Bis auf die hier. Okay. Okay, okay. Oder geht das noch eins hoch? Nö. Ach, muss ich mich so durchklicken. Puh, dann starten wir mal dieses Abenteuer. Oh, oh. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, ist ein Weltraumstrategiespiel, sollte ich vielleicht noch so als Information hinzufügen, falls man den ersten Teil nicht gesehen hat. Also klicken, um fortzufahren, wäre mal nicht verkehrt. Dann pausieren wir das Ganze mal und schauen uns hier gleich mal um. Ist ein bisschen größer wie das letzte Mal. Ja, das könnte also doch für mehr sorgen, für etwas mehr Spannungen. Gut, wir können hier natürlich die AI schon mal einschalten, also die automatische Intelligenz. Automatisch erforschen, dass also die, es werden so viele Scouts produziert wie möglich.
Wenn wir allerdings auch so ein bisschen ausbremsen, das Ganze automatisch kolonisieren, nö. Subraumdinger da, auf alle Fälle. Subraumprojektoren, automatische Frachter und automatische Bodengefechte. Sollte so passen. Dann schauen wir uns hier mal gleich direkt so ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Schönen Planet. Er ist fruchtbar. Bodenschätze geht einigermaßen. Können wir jetzt eh noch nicht so viel machen. Das erinnert mich dran, gleich die Forschung anzukurbeln. Den Planeten holen wir uns auch gleich. Da passt zwar nicht so viel drauf. Na gut, vorerst haben wir eh noch keine andere Wahl. Das kann übrigens wieder ausgehen. Und natürlich die Forschung. Ich werde hier auch so ein bisschen durchrushen, gehe nicht so auf die einzelnen Sachen ein. Da dürft ihr euch gerne mal die ersten paar Parts von Staffel 1 angucken oder von der ersten Runde. Wir holen uns die automatischen Farmen, die Biosphären. Ruhrrampen sind auch nicht verkehrt. Also hier bekommen wir halt die Farmen. Jetzt gehe ich doch ein bisschen näher drauf ein. Die Biosphären, dass wir auf Bauflächen, zeige ich dann beim Planeten am besten. Hier können wir dann die Produktion erhöhen. Und was war das da? Lagerhaus, natürlich Sachen speichern. Das ist überhaupt gar kein Fehler. Mehr Produktion und Forschungslabor. Da hätten wir eigentlich schon mal die grundlegenden Sachen als erstes da. Wir können danach, also ich möchte dieses Mal auf Energiewaffen mehr gehen. Definitiv. Ich gucke hier gerade noch da ein bisschen rum. Reichsämter, warum denn nicht? Verdoppelt die Zahl der Kolonisten, die von Passagierschiffen innerhalb deines Reiches befördert werden. Ja. Das habe ich eigentlich das letzte Mal schon nicht gemacht. Sollte ich vielleicht mal auch angehen. Kampfmittelversorgungsrampen, das ist dann halt alles für die Schiffe. Sollte so passen. Die Stationen noch. Korvetten hätten wir ja schon. Wir könnten natürlich dann hier gleich noch die Fregatten mal mit dazu ins Boot holen. Und die Kreuzer. Danach allerdings Schiffe, Waffen. Gut, lassen wir es ein bisschen laufen. Kann das Spiel auch schön beschleunigen. Und gucken. Das Schöne ist, jetzt das Kolonieschiff fliegt hier schon mal schön hin. Hier dürfen wir die Maske auswählen. Wenn ihr übrigens Wünsche für Planetennamen habt oder Schiffsnamen oder Schiffe allgemein, haut's in die Kommentare, ich übernehme alles. So, und die Biosphären, die sind hier für diese dunklen Felder da, dass ich darauf überhaupt was bauen kann. Weil aktuell habe ich nur hier den Außenposten, aber ich kann auf nichts anderes was bauen. Also will ich das jetzt dahin ziehen? Ja, geht's halt nicht. Natürlich kann ich hier auch Gouverneure für einsetzen. Es ist halt nur ein reiner Bodenschatzplanet, also gehen wir halt auf die Industrie hier auf diesem Planet. Sehr schön. Ansonsten fliegt jetzt unser Scout hier schön mal in diese zu diesem System. Und hier bei Vater müsste ja jetzt. Na, lieber Planet, kriege ich dich mal? Ja, hier werden jetzt erstmal ein paar Transporter gebaut. Warum auch immer. Ich meine, ich kann noch nichts irgendwo hin transportieren, aber ich kann hier allgemein eh nichts bauen. Also von daher macht es keinen Unterschied. Oh, halt, halt, halt. Haha, fast vergessen. Wir brauchen ja Spione. Und den werden wir mal auf Agententraining bringen. Komm, wir holen uns noch einen zweiten. Warum denn nicht? Sollte nicht verkehrt sein. So, was haben wir denn da Schönes? Ja, das scannt jetzt hier erstmal die Planeten. Hier hinten werde ich wahrscheinlich doch keine Information bekommen, wie es auch da steht. Jetzt schauen wir da einfach hin. Der Planet ist für deine Spezies nicht unbewohnbar. So. Hier dasselbe ist natürlich tragisch. Oho. Nicht schlecht. Den holen wir uns. Würde ich jetzt automatisch kolonisieren klicken, würde der wahrscheinlich automatisch dann die dorthin schicken. Wobei, da bin ich mir nicht sicher. Ich sollte nicht so viel Unsinn reden. Und diese Subraumprojektoren, die werden jetzt dann automatisch zwischen diesen Pleiten vor allem zwischen diesen beiden Systemen aufgebaut, sodass meine Schiffe da ein bisschen besser fliegen können.
Ja, der Anfang bei solchen Spielen wird sich immer etwas ziehen und ich frage mich, warum? Achso, unter der direkten Kontrolle. So, den dürfen wir selber fliegen, aber da habe ich jetzt nicht so die Interesse daran. So, unsere beiden Spionen sind fertig. Eine Anomalie wurde dort entdeckt. Gucken wir mal nach. Was haben wir denn da? Eine Absturzstelle. Aus dem All sieht Absturzstelle eines Raumschiffes aus. Vielleicht lässt es sich durch Bodentruppen. Ja. Ah, mehr herausfinden. Sehr schön. Ich würde sagen, wir holen uns diesen Planeten auch mal so gleich. Es wundert mich eigentlich, dass er hier nicht mehr Scouts baut, aber soll mir jetzt eben egal sein eigentlich. Und an dem System ist gar nichts. Interessant. Das hier wird ein Kolonieschiff sein. Sehr gut. Ja, was mache ich jetzt außer rein und raus scrollen? Einfach nur mal rein und raus scrollen. Mehr nicht. Oh, wir machen leichtes Minus. Dann würde ich sagen, erhöhen wir mal die Steuern so 40%, weil die Produktion leidet halt auch darunter. Wobei, wir haben ja noch nicht so viel Produktion. Wir müssen uns erstmal ausweiten. Und vor allem müssen wir mit der Forschung mal so weit in die Pötte kommen. Ach, da müsste ich einfach mal gucken. Ja, es läuft alles in Echtzeitstrategie übrigens ab. Wird aber in Runden gerechnet. So. Hier holen wir uns den nächsten Planet. Ich könnte ja mal die Geschwindigkeit noch einen Zacken erhöhen. So, wir haben den nächsten Planeten. Den machen wir mal auf ausgeglichen. Warum denn nicht? Ja, und das baut er mir halt automatisch die Sachen hin. Hätte ich hier Ressourcen, könnte ich jetzt dann sagen, nimm mal. Ja, der ist auf importieren. Das stellen wir mal um auf... Ah! Das lässt ja gar nicht zu. Ah, okay. Gut, aktuell wäre es eh blöd zu exportieren und importieren. Oh, dunkle Wolken am Horizont. Vielleicht ein Sturm. Wir sind Polops. Bitte halte dich von uns fern. Nee, diskutieren. Habt ihr irgendwelche Beschwerden über uns? Beschwerden? Wir sind uns doch gerade erst begegnet. Ich bin sicher, wir können Freunde werden. Ja, bestimmt. Lasst uns über ein anderes Reich sprechen. Ein Frühlingsschauer. Ihr seid die ersten Reisenden, die wir bisher getroffen haben. Wir konnten uns über unsere gemeinsame Freunde sprechen, sobald wir welche finden. Ja, meine Faust in deinem Gesicht. Ich sollte solche Sprüche lassen. Wir könnten mal versuchen, einen Nicht-Angriffspakt machen. Wir könnten natürlich sagen, wir sind bittend, ne? Also eher so die Weicheiertour, respektvoll. Oder das, was wir später machen werden, drohen. Noch würde ich sagen, bleiben wir mal auf respektvoll und machen das Angebot. Auf Polma gibt es bestimmt Parasiten. Ah ja. Parasiten, ja, sehr schön. Oh gut, ich meine, das sind ja auch Pflanzen, ne? Die unsere Plattwedel anfressen. Die Vulven erinnern uns an diese Parasiten. Warte, mein Freund. So, da sehen wir die und wir werden schon bald sowas Nettes hören wie Tarsis. Ja, Target-System. Das wird noch ein schöner Scheiß. Nun gut. Das nächste Kolonieschiff. Ich hoffe, der baut hier mal jetzt bald diese Strecke. Aber ich glaube, die Teile habe ich noch nicht erforscht dafür. Ne? Wolven Grunt, wir gönnen und... Na? Achso, ja. Ich will immer hier drauf drücken, geht auch. Es dauert nur ab und an. Besser ist es natürlich, man macht das hier hinten über den Plot. Jetzt will er... Friedensvertrag und so. Ja, dann spiel du dein Lied mal weiter. Also ab und an ist der Gegner so ein bisschen piu, 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 piu. Also muss man sagen. So, wir haben ja hier Produktion drauf, also können wir die hier schnell bauen. Am Heimatplanet gehe ich eigentlich immer her und lass den mal selber.
So, der baut hier schon mal ordentlich Industrie auf. Finde ich ja nicht schlecht. Transport hat er gebaut. Hier haben wir ja mehr Fruchtbarkeit, also gehen wir hier dann auch auf Hauptmerk Fruchtbarkeit. So, gib mir mal diese Truppen. Einfach mal rechtsklick, dann fliegen die in den Orbit hinaus. Da sind sie. Nicht gewesen. Da sind sie. Schicken wir mal die Truppen dort hoch. Das kann jetzt natürlich was Gutes bedeuten. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt gleich tierisch eine auf die Mütze bekomme. So. Da fliegt es. Also das Zeichen habe ich schon langsam aber sicher herausgefunden. Also die Transporter fliegen so. Die Einheit so. Das ist ja auch mal echt himmlisch schön. So, was haben wir da? Oh, wieder eine Anomalie. Ja, kann was Gutes bedeuten, kann was Schlechtes bedeuten. Wer hätte es gedacht? Was haben wir denn da? Bergwerk. Ja, warum denn nicht? Jetzt mache ich das Spiel allerdings gerade mal an dieser Stelle einen kleinen Ticken langsamer. Also direkt, clear, right. Okay, wir bekommen das Geld, wenn wir das schaffen. Nur ist die Frage jetzt die, wo ist das? Ist mein Schiff jetzt schon so weit nach oben gereist? Jetzt wollte ich trotz alledem erstmal hier. Das haben wir. Perfekt, dann holen wir die gleich wieder dazu. Warum denn nicht? Na, komm her. Put. Wo war jetzt das andere? Zumindest haben wir noch keinen Feind gefunden, so in dieser Hinsicht. Das gefällt mir eigentlich sehr. Du fliegst schon mal dahin. So, was haben wir da für einen Planet? Auch den nehmen wir. Der Planet ist nicht geeignet für mich. Das ist eher schlecht. So, nicht geeignet. Nicht geeignet und ebenfalls nicht geeignet. Schade, schade, schade. Was macht jetzt eigentlich meine Forschung? Braucht die noch so lange? 80. Boah. Ja, anfangs ist Forschung echt langsam. Später rauscht das einfach mal so durch, ohne Gnade. Dann können wir die Geschwindigkeit natürlich wieder raufsetzen. Gar kein Problem. Aktuell können wir ja eh noch nicht so viel machen. Die Frage ist, sollten wir vielleicht so zum Schutz der Kolonie, was dürfen wir denn eigentlich schon bauen? Ja, machen wir einfach mal da so ein paar von. Vom Geld her sieht es zwar nicht ganz so tolle aus, aber okay. Ich würde sagen, die brechen wir ab, dass der da nochmal weitermachen kann. Aber da haben wir zumindest mal ein paar Flieger da. Den holen wir mal zurück. Sehr schön. Machen die auf 1 und darum. So. Das funktioniert wie bei jedem Strategiespiel. Flotten zusammensuchen. So. Sind wir denn schon da drauf? Sind wir natürlich noch nicht. Dann lasse ich die Truppen gerade mal landen. Scheint aber... Achso, das war das andere. Ah, so, da haben wir Kohle bekommen. Also eigentlich nichts wirklich... Ich wollte gerade sagen, eigentlich nicht wirklich was Interessantes, aber so kann man sich auch fix irren. Okay, 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 das ist schlecht, weil wenn ich jetzt da oben nämlich ein Planet hinsetze, bekommen wir es richtig fix mit Dings zu tun. Lass mal den Scout weg. Ich brauche jetzt unbedingt ein bisschen Militär und ich sehe schon wieder, ich bin total im Minus. Das ist eher nicht so gut. Das ist wirklich nicht gut. Jetzt brauche ich mal meine Transporter-Lab. Die beiden. Na. Das ist also schwer zu
erwischen? Es müssten doch zwei sein. Da, also da ist der zweite. Okay, okay, okay. Augen aufmachen soll helfen, ab und an. Weil jetzt wird nämlich das Kolonieschiff zu früh ankommen. Das ist der richtige Planet. Das ist der richtige Planet. Leertaste raus, ja. Lassen wir mal normal. Ja, das wird jetzt natürlich auf diesem Planeten ein bisschen blöde. Wenn da schon Wesen sind. Ansonsten darf er danach gerne. Ah, da war auch ein Fight. Das gucken wir uns mal an. Anau-Truppen. Ja, das waren die da hier. Was haben wir da? Oh, oh, oh. Wir haben die Farmen freigeschaltet. Sehr schön. Und wir haben Indus erfolgreich eingenommen. Auch da könnten... Wir könnten hier eigentlich mal auf Research gehen. Also auf Forschung eher. Warum denn nicht? Er ist auch einiger... Na gut, das ist ausgeglichen. Aber sehr viel Platz. Also das bedeutet, hier haben wir sehr, 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 sehr viele Leute drauf. Und es ist eine Invasion. Deswegen können wir hier nichts produzieren. Schlecht. Müssen wir natürlich mal umgehend ändern. Ach, die Schiffe werden halt noch ein bisschen brauchen. Ja, der letzte Kolonist wurde getötet. Da wurden wir erfolgreich zurückgeschlagen. Ist natürlich jetzt nicht ganz so toll. Jetzt können wir gerade mal gucken, was denn hier los ist. Da wird wahrscheinlich der NPC herumfliegen. Ja, da. Oh, aber das Schiff ist schon angeschlagen. Interessant. Und auch hier scheint es Gefechte zu geben. Wo fliegt denn der hin? Das sehen wir natürlich jetzt nicht ganz so gut, aber ich nehme mal an, die werden hier unten ein bisschen Stress schieben. Warum denn nicht? Auf Indus haben wir zumindest den zweiten Planeten bekommen. Ein Eisplanet und auch dort gehen wir nur auf die Industrie. Warum nicht? Jetzt baut er natürlich hier die erste Industriegebäude. Ist ja auch wichtig. Da sind wir mal gespannt, ob meine... Na, wir könnten natürlich warten auf Vater. Machen wir ja, glaube ich, noch den dritten. Oder haben wir noch den dritten drin? Genau. Wir könnten uns nochmal zwei leisten. Sehr schön. Die holen wir uns. Und ja gut, da ist zwei wurde einer. Darf. Wie oft werde ich mich dieses Mal noch verklicken? So, gib mal die beiden her. Die holen wir auch noch darauf. Dann soll es das auch für den ersten Part schon gewesen sein. Ich bin mal gespannt, wie schwer wir es haben werden oder wie leicht es gehen wird. Ich meine, bei diesen Spielen weiß man das ja nie. Je nachdem, wie man den Start meistert und welche Technologie man hat und wie gut man daran ist, sein System zu verteidigen, kann es einfach werden. Es kann aber auch affig schwer werden. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe doch sehr, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder hier ein bei Star Drive. In diesem Sinne, Baba!